Nachdem wir das Privileg hatten, den Preis beim letzten Young Caritas Award zu gewinnen, sind wir Ende September 2017 los nach Indien. Die ersten Eindrücke in dieser riesigen Stadt Delhi waren geprägt vom chaotischen Verkehr, wie wir zum Beispiel beim Tuk-Tuk-Fahren gemerkt haben, den hygienischen Zuständen, das Aufeinanderprallen von der traditionellen und der modernen Seite von Delhi, den Märkten, den vielen Tieren und den Farben. Allgemein sind uns Kontraste in der indischen Gesellschaft aufgefallen, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Arm und Reich. In diesem Zusammenhang hat uns das Kastensystem speziell interessiert. Darum haben wir uns entschieden, die verschiedenen Projekte zu diesem System zu befragen. Nach 2-3 Tagen Sightseeing und Sammeln von ersten Eindrücken ist es nachher losgegangen mit Projektbesichtigungen. Wie hast du geschlafen? Ja. So sagt man, es hat Geister in diesem Hotel. Leicht gefürchtet sieht es aus. Mehr kommt morgen. Ganz zu Beginn unserer Reise hier in Indien haben wir einen Einblick in drei verschiedene Recycling-Projekte von einer Organisation, die sich Chetanalaya nennt. Chetanalaya wird durch Caritas finanziell unterstützt. Sie arbeiten vor allem in einem spezifischen Quartier von Delhi, wo der ganze Abfall von Delhi eigentlich transportiert wird. Und wo wir angefahren sind, haben wir so Berge gesehen am Horizont und haben gesagt, ah, jetzt Berge in Delhi. Und bei einem näheren Blick haben wir dann gemerkt, dass es Müllberge sind. Und es wird dann in dem Quartier selber sortiert. Also zum Teil eben PET-Flaschen oder Styropor haben wir gesehen, Jute, Papier. Also eigentlich ist es wie eine grosse Recyclinganlage. Und das Besondere dabei ist, dass Chetanalaya auch eingeführt hat, dass Dragpickers bessere Verdienst haben, durch das, dass sie nicht mehr via Mittelpersonen müssen handeln müssen, sondern direkten Verdienst bekommen für das, was sie gesammelt haben. Im Rahmen dieser Projekte von Chetanalaya haben wir auch eine Papierfabrik besucht. Dort konnten wir den Prozess beobachten, wie sie das Papier recyceln und zu Neuem verarbeiten. Nach den Besichtigungen sind wir zurück in die Stadt Domestic Worker Projektgruppe getroffen. Aufgrund einer wachsenden Mittelschicht in der grösseren Stadt gibt es immer eine grössere Nachfrage nach Hausangestellten. Die Hausangestellten kommen meistens aus ärmeren Dörfern. Sie werden dort rekrutiert unter falschen Versprechen und müssen nachher arbeiten in der grösseren Stadt. Unter meistens sehr schwierigen Bedingungen, also sehr tiefen Lohn, schwierige Arbeitszeiten und es kommt auch zu sexuellen Übergriffen. In diesem Rahmen tut sich nachher Chetanalaya für die Hausangestellten einsetzen. Sie machen das im Domestic Workers Forum. Das wäre bei uns eine Gewerkschaft. Most of the domestic workers belong to the scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes. Because these are the caste which are which we titled as lower caste in India. So the domestic workers who belong to this caste, they are more prone to face exploitation at all levels in the village, in the metropolitan cities, at the employer house, to talk in front of the that higher category, the general caste. He or she cannot eat in a plate where normal people can eat in a plate, and they are not allowed to go in a temple. So these are the people who belong to the lower caste. They belong to the poor socio-economic background, so they are more prone to face exploitation. So as I mentioned earlier that these are the domestic workers who are more prone to, migrating or being trafficked from the rural areas to urban areas. Nach dem Einblick ins Domestic Worker Forum und der Relevanz des Kastensystems sind wir weitergefahren in die magische Stadt Alwar mit ihrem märchenhaften Tempel, wo wir uns ein bisschen vom Grossstadtrummel erholen konnten. Wir waren beeindruckt vom bezaubernden, farbenfrohen Indien, wo die Zeit eine andere Bedeutung hat. Über Reisfelder hat uns die Reise nach Patna im Stadt Bihar geführt. La, la, la.
Caritas Schweiz in Patna setzt sich gegen Menschenhandel. Sie machen das in einem Projekt, wo sie sich einsetzen in den nördlichen armen Regionen von Indien, weil die Regionen von Katastrophen betroffen sind, vor allem von Dürre und von Flut. Nach diesen Katastrophen sind Familien in einer vulnerablen Position, die nachher auch ausgenutzt wird von Menschenhändlern. Vor allem betroffen sind Familien, die Töchter haben, weil Töchter bedeuten auch eine finanzielle Bürde in Indien, weil die Eltern eine Mitgift geben müssen, wenn sie heiraten. Der Staat Bihar in Indien ist eher eine ärmere Region, wo die Leute immer wieder von Naturkatastrophen geprägt sind. Genau in dieser Region ist die Organisation NMKK tätig, die zum Ziel hat, Lebensbedingungen, insbesondere die Gesundheit von jungen Mädchen und Frauen, zu erhöhen. Wir haben herausgefunden, dass aufgrund von einer unausgewogenen Ernährung die Hämoglobinwerte sehr tief sind, was zu einer Folgeschäden kann führen, auch bei Schwangerschaften. Und darum sind wir heute den ganzen Tag unterwegs gewesen, haben Tests, Bluttests gemacht und nachher werden die Resultate ausgewertet und die Bevölkerung darauf sensibilisiert, dass eine ausgewogene Ernährung mit Früchten, Gemüse sehr wichtig ist. Und so kann die Gesundheit von der ganzen Bevölkerung gesteigert werden. We especially work among Mahadalits who are really coming from lower economic system, and here caste system is divided according to their economic backgrounds. So this community with whom we are working are having low economic system, as well as they are also are marginalized, put aside by the society. Viele Eindrücke bleiben uns von dieser Indienreise. Die vielen Menschen auf engem Raum, das Chaos, wo man das Gefühl hat, dass es gar nicht funktionieren kann und doch irgendwie ein System hat. Die Projekte, die Caritas unterstützt, scheinen sich gut zu ergänzen. Sie haben uns stark beeindruckt und uns geholfen, die Armut in Indien besser zu verstehen. Die Einsatzgebiete haben uns ein umfassendes Bild von den Problemen in der indischen Gesellschaft vor Augen geführt. Was das Projekt miteinander verbindet, ist, dass die betroffenen Personen meistens aus tiefen Kästen stammen.